Tja, und damit erst einmal guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare gute Nacht. Wo befinden sich diese Treppen? Ja, wunderbarer, schöner Sonnenaufgang. Röchel. Ja, und damit erst einmal ab ins Vorsicht, Lebensgefahr. Video. Jau, das Finanzamt. Was wollte ich erzählen? Genau, wie ich neulich meine Steuererklärung gemacht habe. Nein, Scherz, Blödsinn. Was habe ich mir aufgeschrieben? Genau, LED, Volllicht und Kurven-ABS, genau. Dazu wollte ich heute euch was erzählen. LED, Volllicht ist, glaube ich, eine richtig geile Sache, weil gegenüber H4 Glühbirnenlicht geht ein bisschen mehr. Auch wenn manchmal die Beweisfotos ein bisschen gefaked werden, wie bei einem Scheinwerfer von Harley-Davidson. Also zumindest in dem YouTube-Video, das ich gesehen habe. Da war das ein bisschen gefaked. Ja, also LED-Volllicht und Kurven-ABS ist ja bei Motorrädern ja ein bisschen selten zurzeit noch. Im Jahre 2016. Da gibt es, glaube ich, die KTM so als erstes, dann die BMW XR. Die Yamaha R1 hat das, glaube ich, auch so ein bisschen, also die nennen es ja nicht Kurven-ABS. Ducati hat das auch irgendwo drin, aber es ist trotz allem nicht so weit verbreitet. Ist schon ein bisschen ein Luxusartikel, so Kurven-ABS, aber das ist bei den Autos genauso. So, wenn du bei Mercedes zum Beispiel irgendwelche Gimmicks, die zuerst bei der S-Klasse drin waren, zum Beispiel was das ESP, das Elchschutzprogramm, war ja zuerst bei der S-Klasse drin, bis dann plötzlich die A-Klasse sich auf die Schnauze gelegt hat, besser gesagt auf den Rücken. Dann war es plötzlich bei der A-Klasse auch Serie, weil es halt nötig wurde, weil die das Auto so scheiße konstruiert hatten. Also das ESP war halt schon so ein Teil, wo du gemerkt hast, das wollten sie eigentlich den Luxusfahrern vorbehalten, aber da war dann Essig mit. Das Kurven-ABS, das wird irgendwann mal, keine Ahnung, wie lange es dauert, 10 Jahre, irgendwann auch Standard werden, je nach der Philosophie des Herstellers. Tragfahrlicht gibt es ja auch schon und LED-Vollscheinwerfer gibt es ja auch im Zubehörhandel. Also von dem her ist es durchaus so, dass irgendwie vielleicht in der übernächsten Generation der Motorrädern, das durchaus fast schon Standard ist. Gut, Kurven-ABS jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest Voll-LED-Licht. Keine Ahnung, wo das eigentlich rechts rum geht. Probieren wir es aus. Also Voll-LED-Licht ist halt schon so, dass das wirklich sichtbar mehr Licht bringen kann und es verbraucht weniger Strom, was ein toller Nebeneffekt ist, schützt auch die Umwelt, auch ein Ökofaktor, wenn man so will. Und ja, also es braucht ja nicht große Konstruktionsaufwendungen. LED, Tag- und Abblendlicht, ja, kann man schon sagen, dass das im nächsten, übernächsten Modellzyklus deutlich Verbreitung finden sollte, weil es ist auch ein aktiver Sicherheitsaspekt dahinter. Kurven-ABS arbeitet ja auch nur, wenn du auch in der Kurve bremst. Wenn du in der Kurve nicht bremst und auf die Schnauze fliegst, nützt dir das so oder so nichts. Und wenn es dich hinschmirgeln würde, dann schmirgelt es dich hin. Also, das macht dann auch keinen Unterschied. Das Kurven-ABS ist kein drittes Rad am Fahrzeug. Also von dem her kann man sagen, LED ist geil und kostet nicht die Welt als Ergänzungsprodukt. Oder als Evolutionsstufenschritt. Kurven-ABS ist halt vom Aufwand her zu groß. Aber naja, da gibt es ja noch Griffheizung, Sitzheizung, verstellbares Windschild, elektrische Spiegel wahrscheinlich auch irgendwann, verstellbare Sitze, elektronisches Fahrwerk und tralala. Naja, was ist halt so ein Zubehör oder Extras, man sich da ausdenken kann. Navigation und ja, hast du nicht gesehen. Aber da fragt man sich dann auch manchmal, was ist denn auf der anderen Seite der Ausstattungsskala? Das sind die Café Racer und
Oldschool-Dinger unterwegs. Und da muss man echt sagen, manchmal, da geht's auf irgendeine Motorradmesse, Glemseck oder sowas, und da sagen sie alle, boah, das ist cool, ey, Alter, voll super, hey, geil, edel gemacht. Aber wer fährt denn sowas? Das fahren die wenigsten. Lass uns mal in die Zukunft blicken, so in 10, 15 Jahren, wenn dann wirklich du nicht mehr weißt, fahre ich Motorrad oder habe ich mein Cabrio gerade offen, also was die Ausstattung angeht. Ne? Ja, also so eine Goldwing mit Rückenlehne, da weißt du manchmal nicht, fahre ich jetzt Motorrad oder Auto? Ach, ja, ich habe einen Lenker. Ja, dann ist es wohl das Motorrad. Ach, huch, Krankenhaus abgerissen. Dann ist es wohl das Motorrad, was ich gerade fahre. Ja, also da ist dann auch manchmal so die Frage, was ist denn das jetzt? Wenn ich so ein Motorrad fahre, mit so einer Ausstattung, wo ich gar nichts mehr mitbekomme, ja, dann kann ich doch gleich Auto fahren oder Ecomobil, dieses Kabinenmotorrad. Da hat ein nackertes Elektromotorrad noch mehr Motorradfeeling als irgendein super duper voll ausgestattetes zweirädriges Sofa. Da gucken wir dann halt mal in Glemseck Nummer 25. Da fahren sie dann so eine YZF vor und sagen, boah, das ist noch ein echtes Motorrad gewesen. Keine ABS-Scheiße drin. Boah, echt. Und noch keine Heizgriffe, keine elektrischen Spiegel, keine elektrisch verstellbare Frontscheiben und analoge, echt analoge Instrumentierung. Boah, gigantisch. Boah, ist das Vintage. Wird man dann irgendwann sagen. Aber das denkst du dann auch. Ja, wenn ihr das so toll findet, warum kauft ihr das dann, den neuen Scheiß? Warum staffiert ihr eure Motorräder mit all den Gimmicks aus, die ihr doch eigentlich gar nicht so toll findet, aber halt das Leben bequem machen? Aber eigentlich würdet ihr gerne die wilden, harten Hunde sein. Aber dann verkneift ihr es euch doch und fahrt dann doch lieber die Goldwing von irgendeinem BMW-Händler sozusagen. Warum kauft man dann sowas? Also ich meine, klar, ist dann natürlich so, dass es dann heißt, der Markt will das. Und der Hersteller sagt, ja, dann liefer in mir eben das. Und dann sagt der Kunde, der eigentlich einen Kaffee-Racer will, ja, ich hätte es gerne ohne, aber es gibt es gar nicht mehr ohne. Das ist halt auch so ein Ding. Ist das dann noch wirklich echtes, authentisches Motorradfahren? Ja, schon, aber es ist halt irgendwie so in Watte gepackt. Also zumindest, wenn du auf dem Motorrad drauf bleibst. Weil auf die Fresse fallen kannst du dann mit dem Ding wahrscheinlich immer noch. Außer es hat Seitenairbags, die dich dann wieder zurückbouncen lassen. So doink, doink, doink. Wo bleibt das echte Motorradfahren in 20 Jahren? Ist wirklich die Frage, wie viel Motorrad- und Autofahren auch bleibt dann noch, wenn wir die ganzen Elektronik-Gimmicks am Bord haben? Ist es dann nicht irgendwann so, dass wir eigentlich genauso gut mit der Bahn fahren könnten? Oder ist am Schluss sogar so weit, dass wir uns irgendwo einlinken und dann im Rudel dorthin fahren, dass wir per Traktorstrahl aneinander gekoppelt zum Ziel gesteuert werden? Ja, per Traktorstrahl aneinander gekoppelt mit Elektrofahrzeugen, die per Induktionsstraße energetisch gespeist werden, wäre, glaube ich, auch ökologisch sinnvoll und verkehrstechnisch auch sinnvoll. Der Verkehr würde fließen. Es wäre wirklich sehr effektiv, deutlich effektiver als Individualverkehr. Ist so schrecklich es sich anhört. Weil der Fehler sitzt hinterm Lenker. Wollen wir das? Ganz sicher wollen wir das. Hat die Marktforschung ergeben. Aber dann wird es wahrscheinlich so enden, dass Auto- und Motorradfahren nur noch auf der Rennstrecke praktiziert wird. Dann fahren wir nur noch Rennmotorräder und Rennautos. Eigentlich auch geil. Du fährst zur Arbeit, hast deine Kabine, kannst dich gemütlich hinsetzen, in Ruhe dein Frühstück einnehmen und ja, kommst völlig stressfrei zur Arbeit und wahrscheinlich auch noch schneller. Und am Wochenende kannst du dann dein Motorrad in die Transportkiste packen und ach nö. Ach nö, genau. In die Transportkiste packen und fährst damit auf die Renne. Gut, mit Motorrad.
Motovlogs wird das dann ein bisschen anstrengend, so auf dem Hockenheimring Motovloggen, yeah. Das wäre schon irgendwo auch eine interessante Alternative. Du würdest die Umwelt schonen und hättest dann trotzdem noch so richtigen Motorradspaß. Und nicht nur hier so in der Stadt rumgeguckt. Also so eigentlich schlecht ist die Idee nicht, wenn man sich auch zunächst doch sehr dagegen sträubt. Um auf die Frage zurückzukommen, brauchen wir all diese elektronischen Spielereien, die alles sicherer und komfortabler machen? Ja, brauchen wir, wenn wir es sicher und komfortabler haben wollen. Aber was soll's? Irgendwas wird uns die Zukunft des Motorrads schon bringen. Nur was, das werden wir erst in der Zukunft wissen. Und damit erst einmal ab durch die Schlaglöcher und ab in die Auflösung vom Intro-Quiz. So, ja, wo waren wir denn? Röchel. Wir waren hier beim Steg über die B10. Ja, ich dachte, wir müssen hier mal hochklettern. Ja, das sind übrigens die Treppen. Ja, hier sehen wir die Wilhelma. Kostenloser Einblick in die Wilhelma, juhu. Und ja, das ist das Wilhelma-Theater. Und dort steht mein Motorrad. Ah, oh wie schön, herrlich. Ja. Übrigens, dieser Steg, der war angeblich bei einer der Baustellen von Stuttgart 21 in Verwendung, also über die Baugrube drüber. Das ist, glaube ich, in der Baugrube oder über der Baugrube gewesen, wo ich da hinterm oder unter Milaneo war. Und jetzt haben sie den Steg, sparsam wie der Schwabe ist, das Ding funktioniert, das können wir nochmal verwenden, haben sie das doch tatsächlich hier verwendet. Einfach hier so über die Straße statt über die Baugrube. Tja. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar und wenn ihr es immer noch nicht gemacht habt, abonniert doch mal diesen Kanal. Und damit erstmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.